Alter. Das war immer sauer. And the trumpets they go. And the trumpets they go. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge von Outlast. Ich hoffe und ich hoffe sehr, dass ihr morgen schön Silvester feiern wird, weil das kommt ja dann am Dienstag. Und dann morgen ist ja dann Silvester und da hoffe ich, das sage ich schon nachher nochmal, Leute. Es kommt nachher nochmal It's Challenge. So, wir waren jetzt mal stehen geblieben. Hier bei diesem Gang, wo die komischen Typen immer da gebetet haben an dem Bett oder sowas. Keine Ahnung, wir gucken jetzt hier mal. Das Fenster offen. Scheiße! Leute! Okay. Ich mal gucken, was uns diesen Part so erwarten wird. Ich weiß es nicht. Gott hat Sickness. Alter. Das sind zwei Typen. Das war der Martin. Nein. Lol. Das ist ein Schlüssel. Nein, die Fesseln. Bin ich bereit? Du bist es. Gleich werden wir mit dem War Raider vereint sein. Nein, ich stehe. Mein Hiob, sie allein sollen entkommen, um zu berichten. Dies ist ihr vorletzter Akt als Zeuge. Die Propheten haben Freiheit vom Tod versprochen und hier ist sie. Alter. Sie werden zusehen und meinen Tod dokumentieren, meine Auferstehung, und dann werden wir gemeinsam frei sein. Sie sind nicht mehr in Gefahr. Ich habe den Aufzug repariert. Er wird sie in die Freiheit führen. Wir werden alle frei sein. Jetzt, mein Sohn. Chichi. Chichi. Alter Scheiße. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen, wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich ein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Das klingt so, als Leute, als über diesen Part, dass das vielleicht sogar der letzte sein wird. Dankeschön. Nö. Echt? Also, den wir kaputt ziehen, den auch zu. Ich höre das so nicht so gut, aber okay. Okay, Leute. Hilfe, mich verfolgt einer! Nein. Doch, ich hab's gehört. Nee. Ah! Lauf, sie lachen! Lauf, 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 lauf! Wo lang? Weiß ich nicht. Bring sie hoch! Oh jo, Alter! Okay, das war irgendwie klar, dass der nicht locker lässt, der Fettsack. Der will uns immer noch. Oh Gott. Müssen wir jetzt da lang wieder? Ja, ich glaub schon. Ich hör den. Der ist hier unten, warte, ich hör den. Ich hör die Ketten übel stark. Übel laut sogar. Ja, der ist hier. Alter! Wo ist der? Alter, wie ich den übel laut höre. Ich glaube, du hast keine andere Wahl, ne? Du musst in den Fahrstuhl rennen. Jetzt? Na, wenn du hörst. Da, da ist der Fahrstuhl. Ne? Doch.
So. Naja. Was? Nein. Warum noch weiter runter? Nein, das ist lustig. Drake kam dann aber schön im Keller. Ah, du, wie weit geht's da? Oh Leute, ich hätte gedacht, wir haben es geschafft. Aber anscheinend... Also. Finde einen anderen Weg nach draußen. Was ist das? Ich kenn den Raum. Nein. Das war da, wo der Warrider. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen sie keinen und sagen sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte, aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium, es ist ein absoluter Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler war. Begraben Sie diese Bastarde mit einer verstümmelten Leiche. Das war das, wo der Warrider die getötet hat. Dokument hat man lange nicht mehr. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mario Shelley 1818 anonym veröffentlicht, Kapitel 23 Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendend verharrest du doch in deinen Weihsünden. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Sonnenbrand und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Haus zurück, um über geeigneten Schritte nachzusinnen. Ah, ne, wir müssen nicht da lang, oder? Doch. Achtung, wo, Leute? Halt die Fresse. Nö. Ich hör den. Ja, der kommt ja, der Warrider. Nö. Doch. Schau mal durch den Tisch. Geil. Da ist er! Zoom mal ran. Ah! Da ist er, da ist er! Ja, du kannst ja gar nichts machen, ne? Alter, ich bin erschrocken. Okay, ich weiß jetzt, wo lang. Wo lang? Auf jeden Fall zurück. Nee. Echt? Doch. Hä, na ja. Ist der schneller als du? Weiß ich nicht. Yo, Buddy! Yo, Buddy! This hand! This Buddy! Uah! Jetzt hat er mich. Das ist ein Warrior. Er macht einen Fatschen, Fettsack. Abstauber, Alter. Also. Ich glaube, der ist tot. Nö. Ey, da hinten war der Warrider. Nö. Notiz. Das suppt überall. Nö. Tod des Soldaten. So stirbst du also von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so war mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht einen anderen gefunden hast. Ja, es ist positiv. Ja. Der Fette würde ich nie wieder hören, ja? Wo müssen wir jetzt lang?
bin dann nochmal da, naja. Das Problem ist, der Warrider lebt noch. Okay, Leute, der Fette ist weg. Ich fand das lustig. Ja, es war auch lustig. Endlich. Ich kenne die Patte, Alter. Was? Hier hat gerade jemand was gesagt. Ich weiß, ich bin angeblich tot. Nein, so viel Glück hatte ich nicht. Ich bin uralt. Das ist Dr. Wernicke! Der Trisomie. Ey, das ist Dr. Wernicke. Nein. Doch. Er kümmert sich um mich. Er hat meinen Magenkrebs entfernt. Meine Augen gerichtet. Er denkt wohl, ich bin sein Vater. Magenkrebs, ey, das gibt's gar nicht. Doch. Wissen Sie, wofür dieses Symbol steht? Ja, für Trisomie 1. Es waren von Nanogefahr, von winzig kleinen Maschinen, Technologie, die wir seit Jahrzehnten besitzen, aber nie beherrscht haben. Mirkov entdeckte in meiner Forschung eine Übergangslösung. Wir machen aus den Körper zu Nanofabriken. Es war dumm und falsch anzunehmen, wir könnten es kontrollieren, mit Geisteskranken etwas so Mächtiges zu erschaffen. Na, es war auch dumm. Es war richtig dumm von euch. Sie müssen ihn auffallen, Billy ermorden, seine Geräte abschalten, seine Anästhesie. Sie müssen ungeschehen machen, was ich getan habe. Niemand kann diesen Ort leben, dann komm, sie müssen ihn töten. Das bedeutet, Leute, wenn wir Billy töten, werden wir zum Warrider. Finde Billy im Hauptlador. Boah, doch, weil Billy steuert den Warrider. Hast du ja gerade gehört? Oder hast du nicht zugehört? Das heißt, Leute, wenn du einmal. Man kommt hier nicht mehr raus aus der Nervenanstalt. Du kannst bloß sterben. Und das war ja auch die ganze Zeit das, was Vater Martin gesagt hat. Und wir laufen die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ja, das war die ganze Zeit, was Vater Martin gesagt hat. Man kann ja bloß sterben, um frei zu sein. Stimmt's? Okay, Leute, dann werden wir mal Billy suchen. Ich höre einen Warrider. Doch. Wirklich jetzt. Der ist hinter mir, der ist hinter mir! Nee. Nee. Du wolltest gerade gereinigt. What the fuck, Notiz. Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorlaufmoleküle. Vage Erinnerung an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze ihm alles am Ende. Da ist Billy. Dreh das Ventil für den Nährungsflüssigkeitsteiler zu. Da ist Billy. Notiz. Ohne der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenshaltungssysteme der Lebenskammer der morphogenischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenshaltungssystem 1. Der angereicherte, oxygenerierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden.
Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhesika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt. Wie das Experiment unterbrechen können, Lebensleitungssystem 2, die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebensleitungssystem 3, im Falle eines Ausfalls des Lebensleitungssystems 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Geile Sau, Alter. Muss man schon wohl die Farbe hingehen. Okay, Leute, das heißt, wir müssen jetzt was machen? Das scheiß Teil ausdrehen. Ja, du musst es abschalten. Dann werden wir das tun. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenshaltungssystem, eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden, er muss sterben. Und da wird uns natürlich auch jemand aufhalten, ist ja logisch. Der War Rider, weil der will natürlich nicht, dass Billy stirbt. Weil dann wird der War Rider getötet und dann gibt's einen neuen. Ist ja ganz logisch. Ist ja ganz logisch, ne? Okay, ich sehe schon das Ventil dort hinten. Und tschüss. Ach, ich hör ihn. Nee. Doch. Wo ist er? Ah! Chaka, helf mir. Es wird spannend. Hä, ne? Ach, es gibt noch einen. Na, stand noch da, du musst jetzt Strom oder sowas abstellen. Kommst nicht von hier, ne? Oder? Ne, kommst nicht. Ja, gibt's doch auch irgendwo mit hier. Der ist hinter mir. Alter. Er ist selbst spannend, Leute. Running! Okay, da ich jetzt hier nicht den Pod beenden will, spielen wir einfach weiter. Eigentlich wäre der Pod jetzt vorbei, Leute, aber ich merke schon, es neigt sich. Es neigt sich ein Ende zu. Was ist das? Und raus. Deaktiviert Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Hilfe, schon wieder. Alter! Muss das so sein, oder? Ja, muss es. What the fuck, Leute? Wir müssen weiter! Wir dürfen nicht aufgeben! Kommt schon! Geh drauf! Dummer Kack-Warrider, Alter! Ich werde der neue Warrider! Wir müssen jetzt in den nächsten Raum, ne? Nee? Doch. Es gibt mich noch einen! Doch. Das war's! Hey, gibt's aber keinen. Okay, ah, doch! Ja, ja, genau. Oh, ah, der verfolgt dich. Ne? Doch. Ja, was jetzt? Weiß ich nicht.
Ja. GG. Alter. Da ist wohl jemand sauer. Ah, der frisst es gerade. Der ist in uns drin. Okay, das war ein längerer Part, aber das ist egal. Wir haben Billy getötet. Das heißt, müsste es eigentlich gewesen sein. Wir haben die Kampagne von Outlast eigentlich jetzt. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Alter, alles voller Blut. Und wir können auch rumpeln, Alter, versuche zu entkommen. Komm schon. Komm schon. Ja, viel Spaß beim Entkommen. Wir werden das schaffen. Nee. Wir werden lebend rauskommen. Und der Dr. Wernicke, der war ja auch ganz lieb und hat uns ja gesagt, dass der uns eigentlich auch helfen will. Weil der hat ja gesagt, durch Billy töten kommen wir raus. Mal gucken, ob er das ernst meint. Ja, da geht's auch nicht raus, oder? Nö. Nee. Ach, da oben wieder bestimmt. Ja. Und jetzt ist der War Raider uns drin. Da gibt es jetzt eigentlich keinen War Raider mehr, aber es muss ja immer einen geben. Hey, das heißt, dass. Hey, mal gucken, wie das Ende wird. Muss ja immer einen War Raider geben. Es kann ja. Nicht so. Komm schon. Ah, der War Raider, der macht mich übel schwach. Du bist Scheißkind. Ich hab schon keine Finger mehr hier. Komm schon. Okay, Leute, wir haben es bald. Komm schon. Was jetzt? Nein. Halt, nein, komm. Hey, der War Raider will nicht, dass wir fliehen. Ja, ist auch logisch. Weil es ja hier immer einen geben wird. Und jetzt gibt's keinen mehr, das heißt, wir müssen eigentlich sterben. Das Spiel kann nur so enden, dass wir sterben. Das Spiel kann nur so enden. Weil wenn wir sterben, dann gibt's ja wieder einen War Raider. Ja, das heißt, es wird nie gut ausgehen. Wir werden auf jeden Fall nicht lebend kommen. Wir werden sterben. Kurz vorm Ausgang oder so wird er uns noch fressen, der War Raider und so. Irgendwie. Oh, irgendwie muss man sterben. Also, wenn das Spiel so endet, ist, wenn ich sterbe. War klar. Ja, das war klar. Gott im Himmel, sie sind nun der Wirt. Sag ich doch. Jetzt sind wir hier der War Raider. Hey. Alter, man hört's gerade. Ich bin ja, gerade zum War Raider geworden. Ey, jetzt höre ich gerade alle. Die sind so dumm. Der War Raider tötet. So ja. Der War Raider tötet gerade alle. Die Typen sind so dumm, Max. So, was Neues hab ich schon nie gesehen. Alter, der Part ging jetzt 13 Minuten. Das ist nicht so schlimm, wenn du mal 10 Minuten länger geht. Ja, Leute, ich würde sagen, es war klar, dass wir am Ende sterben. Jetzt sind wir ja der neue War Raider. Und als nächstes wird Whistleblower kommen. Ich werde es mir gleich kaufen, damit es gleich am Dienstag dann wieder hochkommt. Gleich der erste Part von Whistleblower. Und ich muss sagen, es war schon ein geiles Spiel. Whistleblower spielt ja vor Outlast. Das heißt, wir werden dann sehen, wie alles entstanden ist. Und ja. Ich habe auch gehört, dass das, wenn du Whistleblower spielst, dass es in derselben Zeit spielt wie... Als wenn du hier diesen Reporter spielst. Das heißt, eigentlich müssten wir am Ende von Whistleblower den neuen War Raider sehen. Also der jetzt, den wir jetzt gespielt haben. Naja, den Billy. Ja. Gut, da werden wir... Dann sehen wir uns dann im nächsten Part. Das wird dann Whistleblower sein am nächsten Dienstag, Leute. Es war cool, das hier durchzuspielen mit euch. War sehr lustig. Und dann schauen wir mal, was bei Whistleblower auf uns zukommt. Ich würde sagen, wenn es gefallen hat, lasst ein Video da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao. Euer. Ah ja, genau. TTV.